Automobilindustrie macht im Moment einen sehr großen Wandel durch. Mobilität wird komplett neu erfunden. Es geht nicht mehr darum, nur Fahrzeuge weiterzuentwickeln, sondern die Fragestellung, wie wir Mobilität in der Zukunft gestalten werden. Da gibt es verschiedene Trends und Treiber. Ein Treiber ist die gesellschaftliche Veränderung. Das heißt, da geht es zum Beispiel um die Fragestellung der Urbanisierung. Sehr viele Menschen werden in den Großstädten leben. Wir haben heute schon die Situation in den Großstädten, dass Mobilität gar nicht mehr möglich ist. Des Weiteren ist die Fragestellung, wie wichtig ist eigentlich das Auto in der Zukunft noch für die jungen Menschen? Mobilität wird wichtig bleiben, wird vielleicht sogar die Wichtigkeit wird steigen. Aber die Frage ist, wie wichtig ist eigentlich das Auto noch? Dann ist natürlich ein technologischer Fortschritt festzustellen, der immer wie in allen Bereichen dafür sorgt, dass Veränderungen stattfinden. Da denke ich beispielsweise an das Thema Digitalisierung, das einen großen Einfluss auf das Fahrzeug und die Lösungen der Mobilität haben wird. Und dann haben wir als dritten Treiber noch das Thema Umweltschutz. Forderungen, die Umwelt besser zu schützen, da sind das Thema Schadstoffe, das ist aber ein sehr deutsches Thema, insbesondere aber das Thema Klimaschutz. Das heißt also, Reduzierung des CO2-Ausstoßes ist ein ganz wichtiges Thema. Und diese Treiber, die sorgen für technologische Trends. Da haben wir zum einen das Thema Connectivity, das heißt also Vernetzung von Fahrzeugen untereinander, Vernetzung der Fahrzeuge mit zu Hause, mit Büro. Das ist sehr stark getrieben durch das Thema Digitalisierung. Dann haben wir das Thema automatisiertes Fahren. Automatisiertes Fahren funktioniert nur dann, wenn wir vernetzt sind. Das heißt also, das greift ineinander über. Weiterer Treiber ist dann das Thema Shared Services. Das heißt also die Fragestellung, gerade in den großen Städten, haben wir zukünftig überhaupt noch selber ein Auto? Besitzen wir ein eigenes Fahrzeug? Oder bestellen wir ein Fahrzeug, was dann eben im Idealfall irgendwann auch alleine vorfährt und man einsteigt und von A nach B gebracht wird? Und das dritte Thema, und das ist das Thema, was aktuell am stärksten treibt, das ist dann die Fragestellung der alternativen Antriebe, E-Mobilität und da dann die Frage, welche Speichertechnologie wird es denn wohl in Zukunft sein? Eine Forderung, die es eigentlich schon sehr lange gibt, ist die, dass ein Werkstoff gut umformbar sein soll und zum anderen auch gut hochfest sein soll. Da auch Aluminium gerade im Bereich der Rohkarosserie einen Sicherheitsaspekt mitbringt. Und da ist eben die Forderung, möglichst hochfest zu sein. Aluminium ist ein Werkstoff, der sich sehr gut eignet, um Energie abzubauen. Die Fahrzeuge, die Fahrzeugstrukturen, insbesondere der Vorderwagen, wird sich bei elektrischen Fahrzeugen verändern, wird kürzer werden, man hat mehr Freiraum. Gerade da wird in profitintensivere Bauweise eine wichtige Rolle spielen und da spielt dann Aluminium wieder rein, weil gerade Aluminiumprofile da sehr gut einsetzbar sind. Grundsätzlich ist wichtig, dass immer die Bereitschaft da ist, zu kooperieren, also gemeinsam den Werkstoff weiterzuentwickeln. Dazu ist auf der einen Seite wichtig, dass die Automobilindustrie die Anforderungen definiert und die Aluminiumindustrie das aufgreift und versucht, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Das heißt also, das kennen wir aus anderen Bereichen, anderen Materialbereichen, gemeinsame Entwicklung in der Zukunft zu kooperieren, um die besten Lösungen zu finden. Denn letztendlich ist die Aufgabe die, eine kostengünstige Karosserie zu entwickeln in der Zukunft mit einer bestmöglichen Performance.